Yo YouTube, was geht und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Freunde, wir haben 2024 mittlerweile. Mein letztes YouTube-Video ist echt schon lange her, hat verschiedene Gründe. Ich hole euch in diesem Video einmal dazu ab. Supportet mich gerne, lasst mir ein Like da, kommentiert das Ganze und abonniert den Kanal. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Video. Let's go. Erstmal vielen Dank, dass ihr wieder einschaltet. Ich wünsche euch und euren Familien nur das Beste für 2024 und vor allem viel Gesundheit. Lasst euch von niemandem kleinreden und macht immer das, worauf ihr Bock habt. Also Freunde, was ging bei mir die letzten Wochen und Monate ab? Ich hatte extreme Internetprobleme, weshalb ich nicht streamen konnte. Die meisten von euch haben es ja schon mitbekommen. Ich war über 2, 3 Monate nicht wirklich live auf Twitch, habe es immer wieder versucht, habe allerdings Streaming-Unterbrechungen gehabt und auch Ingame-Disconnects bekommen. Das lag daran, dass mein Internetanbieter es nicht gebacken bekommen hat, mir einen ordentlichen Upload zur Verfügung zu stellen, obwohl es zuvor immer funktioniert hat. Woran es lag? Keine Ahnung. Mittlerweile bin ich in einem Glasfasertarif und es funktioniert seit Anfang des Jahres alles wunderbar und ich kann wieder zum Glück regelmäßig streamen. Streaming war schon immer der Hauptbestandteil von dem, was ich auf Social Media gemacht habe. Und da das nicht mehr ging, hat das mich irgendwie komplett runtergezogen. Ich hatte gar keinen Bock mehr auf Twitch, ich hatte keinen Bock mehr auf YouTube, ich hatte keinen Bock auf gar nichts. Ich habe kurz überlegt, wenn ich ehrlich bin, einfach alles zu löschen. Hab mir aber dann Gedanken gemacht, habe auch mit meiner Freundin geredet und mich dann dazu entschieden, das Ganze zum Glück nicht zu machen. So, Freunde. Und ich habe aber in dieser Social Media freien Zeit gemerkt, als ich im Stadion war, dass es mir viel, viel mehr Spaß bereitet, ins Stadion zu gehen, ohne dabei die ganze Zeit am Handy zu sein und das Spiel durch den Display zu verfolgen und filmen zu müssen. So wie ich es früher einfach auch immer gemacht habe. Und dann habe ich für mich abgewogen, okay, was will ich wirklich auf Social Media machen? Wovon bin ich überzeugt? Und was kann ich eher sein lassen? Und dann ist bei mir als ganz großes Thema Stadionvlogs eben gekommen. Stadionvlogs haben mir echt extrem viel Bock gemacht. Ich habe das 1,5 Jahre lang jetzt gemacht und habe damit über 200.000 Menschen erreicht. Ich habe damit auch wirklich auf YouTube den einen oder anderen Euro verdient, was wirklich cool ist. Und mir auch eine kleine Community aufgebaut, die mich vorm Stadion auch immer wieder erkannt hat oder mir Nachrichten geschrieben hat, was auch ein sehr geiles Gefühl ist. Vielen lieben Dank dafür. Ich weiß euren Support sehr zu schätzen und hoffe, dass ihr auch weiterhin am Start seid. Jetzt ist aber die Sache, wieso will ich keine mehr machen? Ich habe eben schon gesagt, es macht mir einfach viel, viel mehr Bock, das Spiel zu gucken, ohne dabei im Handy zu sein, mit meinen Freunden zu sein und einfach die Emotionen, ja, zu genießen, die Fußballatmosphäre, die Stadionatmosphäre, ihr wisst, was ich meine, zu genießen. Ich hoffe, das können die meisten von euch nachvollziehen. Schreibt es mir doch gerne mal in die Kommentare. Ein weiterer Grund ist, dass es einfach auch extrem viel Zeit kostet. So ein Video braucht ein bisschen Vorbereitung. Ich habe immer viel recherchiert, habe dann schon vor dem Stadion was aufgenommen, habe nach dem Stadion noch was aufgenommen und musste zudem die Videos schneiden. Bei Stadionvlogs ist es häufig so, dass du mehr Klicks machst, je schneller du so ein Video hochlädst. Deshalb hat man manchmal auch versucht, natürlich schnellstmöglich das Ganze hochzuladen. Ich habe es jetzt nicht auf dem höchsten Niveau geschnitten, weil ich das auch einfach gar nicht kann, aber auch mit dem Druck, wo ich mir dachte, okay, ich kriege vielleicht mehr Klicks, wenn ich es schneller hochladen habe, dann versucht, auf schnell, schnell was hochzuladen, was natürlich jetzt auch nicht so optimal ist. Ich war erstens nicht überzeugt von dem Ganzen, wie ich es am Ende gemacht habe, weil ich es manchmal ja zu sehr hingerotzt habe, auch wenn das der Zuschauer selbst vielleicht gar nicht so merkt, weil es doch irgendwo ganz cool war für die meisten natürlich. Und auf anderer Seite es auch extrem viel Zeit kostet. Ich bin Vollzeit beschäftigt. Ich habe einen Nebenjob bei Mainz 05 eSports, wo ich als Content Creator tätig bin. Ich streame nebenbei. Ich mache so viel Zeugs. Stadion-Vlogs noch weitermachen, ist einfach nicht drinne. Aspekt 1. Ich will Stadion sowieso einfach so für mich genießen. Aspekt 2. Ich habe Schneiden gar nicht so sehr drauf, dass ich sage, okay, das ist jetzt, das hebt mich so sehr ab von anderen Stadion-Vlogs. Aspekt 3, es zieht mir einfach so viel Zeit. Ich kam nachts nach Hause um 1 Uhr nachts, habe mich dann noch hingesetzt, das Video 2 Stunden geschnitten, dann hochgeladen, aber es 4 Uhr am nächsten Tag musste ich schon wieder arbeiten oder was auch immer. Deswegen habe ich mich jetzt auf jeden Fall dagegen entschieden, keine Stadion-Vlogs mehr zu machen. Auf YouTube habe ich aber trotzdem Bock. Ich habe Lust, mir entweder einen ordentlichen Cutter zu suchen, mit dem ich zusammenarbeiten kann, der mir Videos gut schneidet, oder mir selbst das Cutten anzueignen, um wirklich coole, professionelle Videos hochzuladen. Content-Ideen könnt ihr mir ebenfalls gerne in die Kommentare schreiben. Ich habe zum einen Bock, weiterhin das Mommenheim-Format fortzufahren, wo ich den Amateurfußball von uns, ja, mitbegleite und euch zeige, was bei uns auf dem Fußballplatz und auch am Spielfeldrand so abgeht. Darüber hinaus hätte ich Bock, euch auch einfach auf kleinere Trips mitzunehmen, wenn wir irgendwo in den Urlaub fahren oder auch auf Auswärtsspiele mal in eine Stadt, aber dort dann sozusagen nicht direkt mit ins Stadion, sondern nur davor, danach und auch das ganze Geschehen da drumherum. Sei es der Flug nach Rom damals mit Leverkusen, der mir sehr viel Bock gemacht hat. Da gibt es natürlich viel Content auch außerhalb des Stadions, wo man einen mitnehmen kann.
Genau. Ansonsten, wie gesagt, schreibt mir sehr, sehr gerne in die Kommentare, auf was für Content ihr so Bock habt. Ich will YouTube auf jeden Fall nicht aufgeben. Ich finde, YouTube ist eine sehr, sehr geile Plattform. Da habe ich auf jeden Fall Bock, Stuff hochzuladen. Muss nur noch das richtige Format für mich finden. Ich kann euch nicht versprechen, wann das nächste Video hochgeladen wird. Eins kann ich aber versprechen, es wird definitiv kommen. Also, Freunde, bis dahin bleibt auf jeden Fall am Start. Ich bedanke mich vom Herzen bei euch für euren Support. Lasst mir gerne ein Like da, kommentiert wie gesagt alle eure Ideen und lasst ein Abo da. Schaut auch auf allen anderen Social Medias vorbei. Ich bin wie gesagt regelmäßig auf Twitch live und dann sehen wir uns, Freunde. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.